Healthy Mandy kommt ihrem Kinderwunsch immer näher. Nachdem ihr Sohn Rio 4 Monate nach der Geburt stirbt, gibt die Influencerin ihren Wunsch nach eigenem Nachwuchs weiterhin nicht auf. Daher unterzieht sie sich einer künstlichen Befruchtung. Ihren Fans gibt die Blondine diesbezüglich ein Update. Wie unreal ist das? Wir haben 8 Blastozysten. Diese werden gerade untersucht und geschaut, ob sie gesund sind. Es muss nur dieses eine gesunde Embryo dabei sein, das es sich bei mir im Bauch gemütlich macht. Der bedingungslose Support ihrer Fans rührt sie zu Tränen. Ich muss heute Morgen voll weinen, als ich die YouTube-Kommentare gelesen habe und eure Nachrichten. Und ich finde es so krass, wie ihr euch für uns mitfreut. Mandy bleibt also weiterhin positiv und hält ihre Community auch künftig auf dem Laufenden.